ein Fuchs. Ich renne dem jetzt nicht hinterher. Das kann er knicken. Ich dachte, da liegt was anderes, aber lag dann doch nichts. So, jetzt bin ich auch mal gespannt. Wo komme ich denn hier hin? Da hat es noch ein Elch. Lassen wir auch in Ruhe. Wahrscheinlich könnten wir das ganze Fleisch, was wir bekommen würden, wenn wir ihn erlegen, gar nicht tragen. Das sieht doch eigentlich gar nicht schlecht aus, dass es da hochgeht. Eigentlich muss ich ja nochmal darum an Hildegruns Grab vorbei. Okay. Laufen wir mal einfach weiter. Da vorne hat es zumindest mal eine Brücke. Okay, man könnte ihm auch hinterherlaufen. Okay, haben wir gleich mal unseren ersten Elch erlegt vielleicht. Jawohl, haben wir. Was hast du denn dabei, lieber Elch? Ein Fell. Ja, und Wildbret. Ah, okay. Das können wir dann wahrscheinlich noch kochen. Was wir dann bei Gelegenheit auch tun werden. Okay, da geht es weiter nach Windhelm. Wir gehen Richtung Windhelm. Wir müssen dann einfach irgendwann vor Windhelm nach rechts abbiegen. So, bin ich ja mal gespannt. Was ist jetzt... Da oben steht jemand mit gespanntem Bogen. Okay, ich weiß jetzt aber nicht warum. Waldheimer Türme entdeckt. Was? Sie bringt mich um, wenn sie muss? Muss sie nicht. Was ist denn da oben los eigentlich? Sind das auch wieder Banditen? Okay, also wir gehen auf jeden Fall mal rein. Vorher wird aber noch kurz gespeichert. Und, nee, da waren keine Heiltränke. Das Lied von Pelinal, Band 4. Auch das lesen wir wieder. Der Verfasser ist übrigens unbekannt. Wie immer, wenn es solche Bücher gibt, stellt auf die höchste Qualität und drückt Pause, wenn ihr es euch durchlesen wollt. So, einmal gelesen. Schöne Geschichte. Ja, ich. Freund oder Feind? Hallo? Wer ist da? Scheinbar Feinde. Schon wieder Banditen. Hat sie übrigens irgendwo einen Ort, wo es keine Banditen hat? So, bin mal gespannt, ob ich... Ne, wo ist jetzt der andere? Tot? Irgendwo schießt einer mit dem Bogen. Nur wo? Ach, da drüben. Weißt du was? Komm, wir gehen doch einfach mal hier rein. Man kann den nämlich schießen, wie sie will. Der Mehlsäcke. Dann haben wir hier noch Brot, Käse, noch einen Heiltrank, Ziegenkäserad. Ja, nehmen wir doch alles mal mit, was halbwegs sinnvoll erscheint. Einfach auf. Gehen wir mal hier hoch. Schlafplätze. Mögen euch die Götter verdammen. Weshalb sollten mich die Götter denn verdammen? Oh, bin ich die Stufe gestiegen? Cool. Schauen wir mal, was er dabei hat. Bisschen Gold, eine Schaufel. Eisenpfeile, Langbogen, Eisendolch, alles Sachen, die ich nicht brauche.
Ansonsten hat es hier noch einen Schrank. Einen Kleiderschrank. Da ist nur Schuhe drin. Brauche ich nicht. Ah, so einen kleinen Heiltrank. Und ansonsten hier hat es ja... Da können wir auch noch was durchsuchen. Haben wir auch noch nicht gemacht. Ein rotes Mädchenkleid. Nichts für uns. So, da hat es hier unten doch noch eine Truhe irgendwo. Oder nicht? Ja, genau, da hat es eine Truhe. Die ist mit einer Falle gespickt. Okay. Wo ist mein Huskarl? Haben wir das ja schon durchsucht? Nein, aber wir nehmen nichts davon mit. So, das Einfachste wird wohl sein, wenn wir einfach darüber rennen. So, Stahlpfeil nehmen wir mit, Gold nehmen wir mit, Nordmed. Auch nehmen wir auch mal mit den silbernen Granatring. Oh, sehr schön. Eisenpfeile. Ansonsten brauchen wir hiervon nichts mehr. Sprint da durch. Dann gehen wir mal da hoch. Dann bin ich mal gespannt, ob sie noch mehr Banditen hat. Ich könnte allerdings, bevor ich da rausgehe, nochmal kurz speichern. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So, mein Huskarl ist ja doch noch da. Was hast denn du dabei, Bandit? Stahlpfeil, bisschen Gold, Eisenpfeile und ansonsten nichts von Wert. Was ist denn das? Schürfen Grundumerzader. Machen wir doch auch mal. Ach, ich brauche eine Spitzhacke dafür. Habe ich natürlich keine dabei. Habe ich nämlich verkauft. Pokerchen. Nehmen wir auch nicht. Da habe ich fast überladen. Den Heiltrank, das ist eine Spitzhacke. Gewicht 10. Das Beistelltischchen. So, ich glaube, an Waffen. Was haben wir denn an Waffen dabei? Das Eisenschwert der Schwächen wollte ich eigentlich behalten. Die Pfeile wiegen ja alle gar nichts. Das ist gut. Aber ich muss irgendwas ablegen. Möglichst was mit viel Gewicht. Weil natürlich die Eisenrüstung prädestiniert dafür. Aber gut, das Essen. Wie sieht es mit dem Wein aus? Das wäre eins. Das ist ja eigentlich alles. Oh, das ist Eidara Käsescheiben. An der Gewicht 2 wäre 10. Ja, das ist halt eben alles eher leicht, ne? Was wir hier da dabei haben. Das Ziegenkäserad. Gewicht 2. Und Ziegenkäsescheiben. Das Wildbret ist halt auch recht schwer. Der Wein ist relativ leicht. Das können wir eigentlich alles sonst noch dabei haben. Dabei lassen Zutaten. Ich brauche irgendwo eine Truhe, wo ich das Zeug alles reinwerfen kann, was ich sonst so nicht brauche. Halt, Moment, ich bin doch noch gar nicht fertig. Hallo. Ich wollte doch jetzt auf Bücher gehen. Arbeitstage brauchen wir eigentlich nicht mehr. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte es gerne ablegen. Ach, das kann ich ja mit R machen. Aber ich muss es eben mit Tab machen. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Die Notiz brauchen wir auch nicht mehr. Was haben wir denn unter Sonstiges? Die Drachenknochen sind halt schon, und die Drachenknochen und Schuppen sind halt schon richtig schwer. Ansonsten
Die Wolfspelze sind auch nicht, ja gut, wert 10, also viel wert sind die ja nicht gerade. Legen wir die alle mal hier rein, den Totenschädel genauso und die Laterne. Und dann nehmen wir uns mal die Spitzhacke und dann, na, geh doch mal da weg. Und dann gehen wir einfach mal ein bisschen schürfen. Habe ich zwar noch nicht gemacht, ich weiß auch nicht, ob das Erz überhaupt irgendwas wert ist. Aber Corundum-Erz, Alter, ich glaube, das dürfte ein bisschen was wert sein. Also so wie es aussieht, streichelt er die Erzader eigentlich mehr, als dass er wirklich draufschlägt. Hm. Corundum-Erz hinzugefügt. Okay, wie viel denn? Das ist wahrscheinlich unter Sonstiges. Corundum-Erz, 3 Stück. Ja. Ja. Also, was ist denn der Wert von diesem Corundum-Erz eigentlich? Das habe ich gar nicht geschaut. 20, naja, ist es nicht so unbedingt viel, aber besser als gar nichts. Dann geht's ja hier noch hoch. Was haben wir denn hier drin? Eine Truhe. Äh, 36 Gold, okay, nehmen wir gerne mit. In der Kommode hat es wahrscheinlich Stiefel, einen Hut und Bergmannskleidung. Jawohl, super schön. Wieder einige Bücher. Eine Trommel. Eismiriam nehmen wir mit. Elfenohr nehmen wir auch mit. Ein Alchemielabor. Den Zaubertrank nehmen wir mit. Knobi ist auch nie verkehrt. Dann haben wir hier nochmal eine Kommode. Was haben wir hier drin? Kapuze, feine Kleidung. Oh. Gewicht 1. Wert 40. Noch mehr Kleidung. Aber ist mir alles zu schwer. Wir lesen uns nochmal ganz kurz die Bücher durch. Das geheimnisvolle Akavir. Verfasser unbekannt. Akavir bei der Drachenland. Ah ja, okay. Das heißt, da kommen dann die Drachen her oder was? Also ist egal, wir lesen es uns mal durch. Beziehungsweise ihr könnt es euch durchlesen, wenn ihr das denn gerne möchtet. Denn vorlesen werde ich es nicht. So, das war das Buch, erste Buch. Dann haben wir Ein Tanz im Feuer, Band 4. Von Vaughin Yard. Wahrscheinlich auch eine, schöne Geschichte, die ihr, wie auch den Rest, gerne durchlesen könnt, so ihr den möchtet. Einfach auf Pause drücken und lesen. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen zu schnell geblättert. Hey, das ist ja richtig viel. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Und also das kann man halt einfach so finden, hat mit dem Spiel an sich wahrscheinlich nichts zu tun. Aber es ist halt wirklich, es bringt einfach Atmosphäre. Das Lied von Pelinal, Band 7. Verfasser unbekannt. Okay, was haben wir denn da unten? Das Geheimnis von Prinzessin Talara, Band 1. Von Mera Lykit. Mhm. So, so. Also ich lese auf jeder Seite immer wieder ein paar Wörter, aber so richtig durchgelesen habe ich die Dinge noch gar keins. Weiß denn jemand von euch, ob die Dinge fürs Spiel selber wichtig sind? Oder was ist mit diesen Büchern auf sich, ob die wirklich nur quasi da sind, um Atmosphäre zu kreieren, um den Spielern noch ein bisschen was mehr zum Lesen zu geben? Oder ob haben die wirklich was zu bedeuten? Das Lied von Pelinal, Band 6, über seinen Wahnsinn. Okay, das hört sich jetzt nicht unbedingt nur nach einer kleinen Geschichte an, sondern dieser Pelinal scheint wohl jemand zu sein, der relativ bekannt ist, ne?
Dann haben wir noch das Leben von Uriel Septim, dem Siebten. Das dürfte wohl ein verstorbener König oder sowas sein. Auf jeden Fall hat dieses Buch geschrieben, ein gewisser Rufus Hain. 3e 368 minus 389, also wahrscheinlich dritte Ära oder sowas. Im Jahre 368 bis Jahr 389, Stratege und Schlichter. Mhm. Okay. Also wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, ich lese ja wie gesagt immer nur hier ein Wort und da ein Wort, war dieser Typ, um den es da geht, war wohl ein Jarl. Aber was der jetzt genau getrieben hat oder so, weiß ich nicht. Ich habe es nämlich so genau dann doch nicht durchgelesen. Was gibt's denn? Hier oben haben wir nochmal eine Kiste. Ah, ein Kleiderschrank. Mit Stiefel drin. Super. Da haben wir nochmal ein Buch. Das Schwarze Pfeil, Band 2. Schießt Kunstverbesser auf 18. Cool. Der Schwarze Pfeil, Band 2 von Gorgig Guine. Lesen wir uns auch mal durch. Okay, also dass dieses Buch uns quasi einen Bonus auf unser Bogenskill gibt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber wir haben hier noch Weiden und ein Beistelltischchen mit bisschen Gold und Holzkohle. Holzkohle nehmen wir mal mit. Wir haben jetzt noch drei quasi Gewicht frei, die wir noch mitnehmen können. Gusseisentopf, nein, danke, möchte ich nicht haben. Dafür möchte ich mir mal die Truhe anschauen.